Hallo Leute und willkommen zu meinem ersten kommentierten Gefecht hier in Tautlore Warhammer. Und ich habe jetzt mal ein paar Runden gespielt, auch mit dem General Pilofas. Und ich glaube, wir haben jetzt 4 Runden gespielt, davon habe ich alle verloren, bis auf eine. Die will ich euch zeigen, beziehungsweise ich will das Replay eher nutzen, um über ein paar Sachen zu reden. Ich habe jetzt noch nicht viel Multiplayer gespielt, also ich kann euch nicht sagen, dass das, was ich jetzt gleich sagen werde, alles so stimmt, und vor allem kann ich euch nicht versprechen, dass es noch nach dem nächsten Patch so stimmt. Ich wollte eben mal so ein bisschen aufs Imperium eingehen. Ich habe jetzt auch andere Nationen gespielt, denen kam ich dann aber auch eher weniger klar. Man würde dazu mal ein paar Sachen sagen, dazu auch noch ein paar Sachen zum Chaos. Also ich spiele mit einer Armee aus, weil so wie ich immer spiele, links und rechts Speerträger, falls feindliche Kavallerie kommt. An den Flanken meine Geschosseinheit, also die Musketenschützen, die sind relativ effizient, dazu sage ich später noch was. Die Beehänder und Hellebarden abwechselnd. Hellebarden, falls der Feind irgendwelche Riesen und so weiter hat, was beim Chaos natürlich sehr wahrscheinlich ist. Ja, Pilofas hatte jetzt keine dabei, aber ist eben wahrscheinlich, deswegen hatte ich davon, glaube ich, 2 Stück dabei. Und dann eben wieder Beehänder, weil die extrem starke Nahkämpfer sind. Ich habe ja am Anfang den Fehler gemacht, dass ich immer Schwertkämpfer dabei hatte. Die sind allerdings ziemlich schwach, deswegen habe ich die rausgenommen. Und auch noch ganz wichtig, nehmt nicht die Gardekavallerie. Die ist zwar an sich schon gut, aber die Demi-Greifen-Ritter, ich nenne sie jetzt einfach mal die Kavallerie hier, die ist unfassbar stark. Und da kommen wir auch schon zum ersten Punkt, meiner Meinung nach viel zu stark. Werde ich im Laufe von dem Gefecht noch zeigen, ja, wie die einfach im Alleingang quasi die komplette feindliche Armee auseinandernehmen. Und ihr seht, der Feind verliert quasi schon an Moral, bevor überhaupt irgendwas passiert. Und obwohl ich unter dem Schuss feindliche Artillerie, Kavallerie bin, also Fernkampfkavallerie, verliere ich nicht einen einzigen Mann. Also das wird später noch extremer. So, dann hier. Allgemein in Tautlore Warhammer wird man feststellen, dass man extrem viel Micromanagement braucht. Also man muss an sehr vielen Fronten gleichzeitig kämpfen. Nur durch die Magie und die Flugeinheiten etc. wird es natürlich auch nicht einfacher. Ja, da habe ich jetzt versucht, meine Geschosseinheit irgendwie in Position zu bringen, weil die Musketenschützen sind unfassbar effizient gegen feindliche Kavallerie. Die können teilweise die Kavallerie ausschalten, bevor sie überhaupt da ist. Gerade gegen Geschosskavallerie sind sie ziemlich effizient, guckt euch die Moral an. Die sinkt quasi fast komplett auf Null runter, nur wegen diesen Geschosseinheiten hier. Habe ich jetzt einen Countercharge gestartet, weil ich wusste, dass ich bessere bzw. mehr Nahkampfeinheiten habe. Da habe ich jetzt noch einen kleinen Fehler gemacht, der die vielleicht ja gegen die Verstoßenen da. Wobei es sind alle verstoßen, ne? Gut. Ihr seht, die haben kaum eine Chance gegen die Beehänder. Also es lief an sich ganz gut. Da lief es auch gut, dass eben die feindlichen Monster quasi auf meine Beehänder zugerannt, nicht auf meine Beehänder, sondern auf meine Hellebarden zugerannt sind. Hat nur am Ende wenig gebracht. Die sind trotzdem dann zurückgewichen. Ich habe eigentlich gehofft, dass sie da besser standhalten. Aber da hatten sie eben unfassbar starken Ansturm-Bonus. Also da oben seht ihr, die Kavallerie hat bis jetzt einen Mann verloren quasi und hat schon feindliche Fernkampfkavallerie ausgeschaltet, hat schon gegen Hellebarden, Infanterie gekämpft etc. Also die waren da wirklich ein bisschen arg stark. Jetzt hier will ich euch noch eine Taktik zeigen. Und zwar müsst ihr, wenn ihr hier Karl Franz spielt und eben den Pegasus dabei habt, beziehungsweise allgemein, könnt ihr immer die Fähigkeiten benutzen, tödlicher Ansturm und dieses Jagd nach Gegnern, oder wie es auch heißt, oder Gegnerjagd oder sowas. Die geben euch nämlich einen kurzzeitigen Geschwindigkeitsboost und das sorgt dann dafür, dass ihr viel, viel leichter feindliche Fernkampfkavallerie angreifen könnt. Weil in allen Gefechten, also ich habe jetzt schon gegen ein paar Leute gespielt, auch immer gegen random Leute, die nutzen sehr, sehr gern Fernkampfkavallerie, also Geschosskavallerie. Wenn ihr eben die Fähigkeiten einsetzt, dann seid ihr viel, viel schneller als ein Feind und könnt die relativ schnell abfangen und gebt dem Gegner noch direkt einen Moralschock, der eben bei Fernkampfkavallerie oft ausreicht, um sie relativ schnell auszuschalten. Ja, dann solltet ihr natürlich aufpassen, dass der Feind nicht durch eure Front durchbricht, was auch ganz, ganz wichtig ist, das sieht man jetzt noch nicht, aber die Einheiten fliehen extrem schnell und fangen sich dann wieder. Das bedeutet, ihr müsst in Tautlore Warhammer viel, viel stärker wie in den anderen Tautlore Teilen drauf aufpassen, dass eure Einheit vielleicht wieder zurück, also sie kehren auf jeden Fall wieder zurück. Also bis jetzt in jedem einzelnen Gefecht sind immer wieder bestimmt die Hälfte meiner Armee irgendwann mal wieder zurückgekommen. Ihr müsst halt auch aufpassen, dass ihr die nutzt. Und ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht von Kavallerie überrannt wird. Andererseits braucht ihr relativ viel Kavallerie, zumindest habe ich die Erfahrung bis jetzt so gemacht, damit ihr auch feindliche Einheiten, die vereinzelt irgendwo rumstehen, dass ihr die ausschalten könnt.
Ja, zum Chaos muss ich jetzt auch sagen, ist jetzt jedes Mal, das Spiel fast auch aufgefallen, jedes Mal, wenn jemand Chaos gespielt hat, hat er verloren. Wir wissen nicht, ob wir einfach alle die Nation, also auch random Leute, also ob man die Nation einfach noch nicht spielen können oder ob die allgemein ein bisschen underpowered sind. Aber ich empfehle auf jeden Fall Leuten, die dieses Spiel jetzt noch nicht lang haben oder kein Multiplayer gespielt haben oder so, eher mit einer anderen Nation einzusteigen, zum Beispiel mit den Zwergen, die starke Infanterie haben, aber nicht mit dem Chaos, weil die quasi in fast jedem Punkt hier einfach nur unterliegen. Und auch die Spezialeinheiten, die sie haben, da seht ihr, da haben sich einfach dann mal zwei Einheiten von mir wieder gesammelt. Die Spezialeinheiten, die sie haben, gerade die Orks und so weiter, sind auch nicht so gut, wie man denken mag. Die haben zwar einen Vorteil, dass sie relativ lang aushalten, aber sie machen weniger Schaden, als sie sollten. Wichtig ist auch immer wieder seine Schützen nachjustieren. Das Problem ist bei denen, die fliehen relativ oft, fangen sich dann aber wieder. Und dann muss man sie halt wieder neu umpositionieren. Und sie sollten, wenn möglich, auch nicht zu sehr irgendwie auf feindliche Helden schießen, die mitten in der eigenen Armee drin stehen, weil da macht man natürlich Friendly Fire en masse. Also hier wäre es ziemlich sinnvoll gewesen, die Einheit zu nehmen und eben zum Beispiel hier hin zu positionieren, um währenddessen auf die feindliche Helbarden-Infanterie zu schießen. Aber ich habe schon gesehen, die moralisch unfassbar gering. Was aber natürlich auch nochmal ein weiterer Vorteil gewesen. Also ich habe gedacht, die fliehen sowieso gleich. Aber mit den Geschosseinheiten werden sie eben dann quasi direkt geflohen. Da haben wir dann immer noch unsere Kavallerie, die inzwischen ganze 3 Mann verloren hat. Und inzwischen aber schon die halbe Armee ausgeschalten hat. Ja, und dann ist in solchen Momenten wichtig, dass man vielleicht mal Tab drückt und schaut, okay, wie sieht es denn auf der Karte aus? Was, wo ist denn noch was? Da hat man jetzt hier gesehen, okay, da hinten hat der Feind Kavallerie, da sollte ich dann vielleicht mal meine eigene Kavallerie runterziehen oder Karl Franz runterziehen, weil die brauche ich ja so gesehen gerade nicht. Die Nahkämpfer hier haben sich wieder gefangen, die bräuchte ich unbedingt hier als Unterstützung. Da sehe ich schon, meine Fernkampfeinheiten stehen nicht richtig, da habe ich sie jetzt umpositioniert, damit sie auf die Helibaren-Infanterie schießen können. Da habe ich noch eine Einheit, die ich nicht benutze, die könnte ich dann vielleicht auch zu einem Monster, also der monströsen Infanterie darunter schicken. Da sehe ich, okay, die feindliche Kavallerie flieht, hätte ich nicht mehr gebraucht. Also, es ist wirklich wichtig, dass man auch, ich sag mal, im Gefecht ab und zu mal kurz rausschaut, raustappt und guckt, was denn der Feind so alles hat. Was ich aber auch schon festgestellt habe, ist, dass die Gefechte relativ schnell vorbeigehen oder sich dann teilweise noch ewig lang dadurch fangen, also ewig lang in die Länge ziehen, weil einfach zwei Armeen aufeinander prallen, die ganze Zeit Einheiten wieder fliehen und wiederkommen, wieder fliehen und wiederkommen. Also, ich wollte euch das Replay jetzt einfach mal zeigen wegen zwei Sachen. Zum einen die Kavallerie des Imperiums, dass die sehr, sehr stark ist, als Tipp, ihr könnt sie benutzen. Dann müsst ihr die Musketenschützen richtig benutzen, weil die extrem Moralschaden abgeben. Chaos würde ich jetzt momentan, vor allem als Anfänger, noch nicht spielen. Es kann sein, dass man die richtig, richtig gut spielen kann, aber bis jetzt habe ich noch keinen gesehen, der das tut. Also fangt am besten mit was anderem an. Und haltet immer einen Überblick über die Karte, weil ihr immer mal wieder Einheiten irgendwo mitten auf dem Feld finden werdet. Ansonsten Kavallerie ist generell sehr, sehr wichtig. Und Fernkampfkavallerie ist auch böse. Sofern die wiederum kann man aber mit diesen ganzen Fähigkeiten von den Helden sehr, sehr gut ausschalten. Deswegen habt immer einen schnellen Helden dabei, wie Pegasus oder ähnliches oder auch nur Kavallerie. Hauptsache ihr könnt die feindlichen Fernkämpfer relativ gut ausschalten, weil die sind in Total War Warhammer verhältnismäßig stark. Zumindest habe ich das bis jetzt so mitgekriegt. Deswegen ist relativ sinnvoll, Einheiten mit einem Geschwindigkeitsboost zu haben, um die eben auszuschalten. Gerade auch zum Beispiel die Geschütze, also wenn ihr Imperium als Gegner habt, die Musketenschützen, die solltet ihr relativ schnell ausschalten, weil die können wirklich viel Schaden anrichten, vor allem auch Moralschaden. Und das ist ja eben momentan so, dass eben die Armee relativ schnell auseinanderbröselt und in alle Richtungen flieht, sie sich dann irgendwie wiederfängt, aber da ist die Front schon irgendwo durchbrochen. Und naja, es kommt dann sehr, sehr viel auf Micromanagement an. Und dann ist natürlich gut, wenn ihr den Feind früher zum Fliehen bringt, dann könnt ihr die ganzen Lücken in seiner Front schließen. Ich finde es aber momentan nicht ganz so gut, dass die Einheiten so schnell fliehen und sich wieder fangen. Ich fände es besser, wenn sie, sagen wir mal, ein bisschen länger durchhalten würden, aber wenn sie dann fliehen, dann auch wirklich fliehen und nur in Einzelfällen wieder zurückkommen. Aber gut, dann war es jetzt soweit. Ich weiß natürlich, es war nicht die spannendste und die beste Schlacht, aber was will man erwarten bei 6 Multiplayer-Gefechten bis jetzt? Da bin weder ich noch Pilofas wirklich gut, noch kann ich großartig auf die Taktik eingehen. Aber wenn ihr irgendwelche Replays habt zu Total War Warhammer, vielleicht auch welche, die ein bisschen länger gehen, vielleicht auch 2 vs. 2, die sind dann auch ein bisschen spannender, finde ich persönlich, dann könnt ihr mir die gern an meine E-Mail-Adresse schicken, die steht in der Beschreibung. Und ja, da war es jetzt soweit von mir. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.